Ja, ich weiß, es nervt, es nervt. Es gibt vielleicht im Verdeckten positive Mitteilungen, die mir jetzt aber nicht zugänglich gemacht worden sind oder an die ich nicht rankomme. Aber so das, was ich jetzt so mehr oder weniger tagtäglich erlebe und sonst was, ist natürlich nichts Positives dabei. Unser liebes Bärböckle, da, ja. Haut da auch wieder einen raus. Naja, gut. Ich kann euch leider nur in erster Linie negative Scheiße berichten oder präsentieren. Wer sich es dann anschauen möchte bei VK, bei BitChute, bei Odyssey und Rumble, natürlich gerne. Wer sagt, ich habe die Fresse voll und gehe lieber in die Natur oder schaue mir einen Garten an, vollkommen korrekt. Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen, dass ich jetzt eigentlich darauf verzichte, immer diese in Anführungszeichen Terror- und Horrorvideos zu produzieren. Tja, wie gesagt, eure Entscheidung. Ihr habt den Trailer gesehen und dann dürft ihr euch dann dafür ja entscheiden, was, ob ihr das jetzt für euch noch nochmal als kleiner Dämpfer zur Nacht reinziehen wollt oder als kleiner Dämpfer zum Mittag oder zum Morgen oder sonst was oder wo ihr sagt, leckt mich alle am Arsch. Und auch hier nochmal mein Spruch. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Gab es ein Leben vor dem Tod? Und so weiter und so fort. Dann vielleicht